Die Mobilität bewegt sich langsam aber sicher weg vom Verbrennungsmotor hin zu alternativen Antrieben. Im April dieses Jahres ist bereits jedes vierte neue Fahrzeug bei uns entweder rein oder zumindest zum Teil elektrisch angetrieben. Das ist fast doppelt so viel wie noch vor Jahresfrist. Mit dieser Entwicklung verändern sich auch die autonahen Geschäftsfelder. Tankstellenbetreiber bauen an ihren Standorten Schnelllader für Elektroautos und bieten ihren Kunden Photovoltaikanlagen und Wallboxen für das Laden zu Hause an. Auf den ersten Blick ändert sich für den TCS, den größten Mobilitätsclub der Schweiz, mit der neuen Antriebstechnologie nichts Grundlegendes. Denn auch Elektroautos brauchen Pannenhilfe. All unsere Pannenhelfer, die sind schon ausgebildet, ausgerüstet für Elektrofahrzeuge zu entpannen. Das ist etwas anders als beim Verbrennungsmotor. Und kurzfristig wird das auch keinen grossen Einfluss haben. Aber ich glaube, dass mittelfristig natürlich die Elektromobilität wird Konsequenzen haben auf unser Mobilitätsverhalten. Und das wird die Rolle des TCS sicher beeinflussen. Über einen längeren Zeithorizont sieht aber auch der Zentralpräsident des TCS große Veränderungen in der Mobilität als Ganzes. In der Schweiz leben wir eine Mehrheit in der Stadt. Die urbane Mobilität, die wird sich verändern mit der Elektromobilität. Und das geht vom Elektrotrottinett über ein Velo, über ein Elektrovelo, über, das sieht man jetzt auch wieder, den Elektroscooter. Und überall, wo jemand unterwegs sein möchte, wird der TCS eine Rolle haben, weil überall, wo irgendetwas fährt, gibt es irgendwann noch eine Panne. Dieser Wandel ist bereits im Gange. Der TCS ist schon lange mehr als nur ein klassischer Autoclub. Die Bedürfnisse ändern sich und damit die Anforderungen der Mitglieder an ihren Verein. Bereits heute kann unser Patrouilleur vor Ort gehen und er kann auch eine Wallbox austauschen. Und wir haben eine Beratungslinie für Elektromobilität. Und wenn man da reinhört, was die Fragen sind von den Leuten, dann fährt das mit dem Auto an und hört mit den Solarzellen auf dem Dach auf. Das bewirkt noch eine Änderung, dass man auf das Mal mit unseren Mitgliedern auch über die Elektrizität im Haus redet, weil das eben eine Bedingung ist, dass man morgens das Auto fährt. Diese neue Marktanforderungen können für Schweizer Betriebe eine große Chance sein, glaubt der Leiter der Abteilung für Nachhaltigkeit beim Unternehmensprüfer PricewaterhouseCoopers, Stefan Hirschi. Wichtig ist aber, dass die Anbieter eine durchdachte und langfristige Strategie verfolgen. Also man darf nicht aufs Morgen schauen, weil ganz klar, morgen werden die Lösungen noch nicht auf dem Tisch liegen. Insofern pochen wir bei vielen Unternehmen eigentlich darauf, pochen, dass sie einen Horizont Erweiterung machen auf der zeitlichen Ebene. Und dann entsprechend auch schauen, was kommt in 3, 4, 10 Jahren vielleicht erst. Und wo muss man jetzt schon parat sein, dass man letzten Endes eigentlich für die Herausforderungen, auch wiederum mit dem Blick auf Mobilität beispielsweise, jetzt schon kann ergreifen und sich ein neues Geschäftsfeld schafft. Also es sind sehr viele Opportunitäten, die drin stecken und Chancen, wo ein Unternehmen nicht nur in dem Sinn ein Risiko eingeht, sondern ganz klar sich auch im Markt kann etablieren und weiter verbreiten. Tatsache ist aber, die Nachhaltigkeit hat ihren Preis. Unternehmen müssen in neue Lösungen investieren und auch ein Risiko eingehen. Jegliche Form von Fortschritt und Innovation hat eine Komponente von Risiken in sich. Wenn wir jetzt aber Nachhaltigkeit nicht nur anschauen als etwas, das man aus guter Sicht eigentlich sollte machen, sondern natürlich dann auch mit der Wirkung, die in der Wirtschaft entstehen sollte, dann kann man auch sagen, es ist eine Investition in die Zukunft. Und sobald man natürlich von Investitionen redet, dann ist es nicht mehr ein Kostenpunkt, sondern ergo entsprechend auch aus wirtschaftlicher Sicht ganz andere Kalkulationen, die man mit reinbringt. Bei der Elektromobilität wachsen die Nachfrage und das Angebot rasant. Und der Markt ist umkämpft. Nicht nur Automobilhersteller, sondern auch Tankstellenbetreiber und Mobilitätsclubs buhlen um die Gunst der Kunden. Eine logische Konsequenz aus der großen Nachfrage. Eine andere nachhaltige Antriebsart steht hingegen noch am Anfang: Wasserstoff. Das Tankstellennetz und die Anzahl Fahrzeuge sind noch viel kleiner als bei den E-Fahrzeugen. Darum müssen Konkurrenten hier über den Tellerrand schauen. Die Akteure, die müssen irgendwo eine Gemeinsamkeit finden,
wenn ich denke, es ist tatsächlich jetzt für die Herausforderungen, die hier anstehen, nicht hilfreich, wenn jedes seinen eigenen Weg versucht zu definieren. Und dahingehend eigentlich das auch angeschaut, ist die Zusammenarbeit sicherlich mal auf der nicht-kompetitiven Ebene sehr, sehr sinnvoll. In der Schweiz funktioniert diese Zusammenarbeit unter Konkurrenten. Im Förderverein H2 Mobilität arbeiten Tankstellenbetreiber zusammen, um die Technologie so schnell wie möglich voranzutreiben und sie danach in den freien Markt und somit in den Konkurrenzkampf zu entlassen. Ich gehe ganz klar immer noch davon aus, dass wir sind in einem Wirtschaftsumfeld, ergo wer den besseren Job macht, wer die bessere Dienstleistung an den Markt bringt und zum Konsumenten bringt, der wird auch besser wegkommen und mehr Profit können generieren. Profiteur ist am Schluss der Kunde. Er hat eine große Auswahl und einen spielenden Markt und somit die größere Motivation, auf einen nachhaltigen Antrieb zu wechseln. Egal, was für ein Antrieb es ist, die Mobilitätsanbieter müssen sich nicht nur anpassen, sondern diesen Wechsel voraussehen, um auch weiterhin den Kunden in Notsituationen helfen zu können. Also das ist für mich der zentrale Gedanke, den wir nie werden verlassen werden. Ich habe ein Problem unterwegs, ich kann anrufen und es kommt Hilfe. Und unser Slogan ist immer an meiner Seite und auch in 30 Jahren werden wir immer an der Seite sein, weil wir überzeugt sind, in 30 Jahren wird man sich immer bewegen. Aber sicher ist es so, dass momentan die technologischen Umwälzungen massiv sind und sich das beschleunigt hat. Und ich bin überzeugt, auch im 2030 wird die Welt nicht stillstehen und es wird weitere Innovationen geben, auch in der Mobilität, und dann wird sich der TCS weiter anpassen. Konstant ist nur der Wandel. Nur wer das verstanden hat, wird auch in Zukunft im Geschäftsfeld der Mobilität überleben können.